Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem Fall handelt es sich um eine Werbung, denn ich habe ein Produkt bekommen, wie ihr hier seht. Freue ich mich sehr drüber, weil ich schon lange auf ein Headset spekuliere ohne Schnur und Logitech war so nett an dieser Stelle mir eins zuzuschicken und dementsprechend darf ich das jetzt für euch unboxen. Tada! 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 Ich freue mich wirklich stark. Und ich sag's auch ganz ehrlich, ich wollte es eigentlich im Stream machen. Da ich aber nicht streame heute und ich schon so ein bisschen neugierig war, muss es jetzt so sein. So. Also, erstmal unspektakulär in der Form. Man macht's auf. Ich glaube, das durfte man erwarten. Dann wird's schon spannender. Da drin. Du hast es gut beschrieben. Ich glaube, gibt es jetzt nichts, wo man jetzt überrascht ist. Das ist halt ein Karton. So, Karton. Viel spannender wird es jetzt hier drin. Und zwar, seht ihr, hier schaut das Ganze wie folgt aus. Jetzt hier so ein Mittelsteg. Diesen Mittelsteg, den kann man auch rausdrehen. Ist schon das Headset enthalten. Was ich halt das Schöne finde, warum ich schon lange ein schnurloses Headset will, ist ganz banal. Ich bin ganz gerne unterwegs, mal ab und an während dem Streamen oder während ich zocke und ich höre halt einfach gern, was passiert weiterhin. Also ich hätte halt gern und deswegen habe ich so darauf jetzt gefreut, wo das gekommen ist, dass ich weiterhin einfach das Headset hier rumnehmen kann oder auch mich mal so frei fühle, dass ich mal kurz zum Kühlschrank kann. Der ist nämlich gleich neben mir hier, also so zwei Armlängen. Aber mit meinem jetzigen Headset ging das halt immer nicht, dass ich Nackenstarre bekomme. Was haben wir hier? Also das Headset von vorne sieht mal so aus. Schön gepolstert. Das ist für mich unfassbar wichtig, denn Brille. Und ohne, wenn das nicht schön gepolstert ist, habe ich da echt ein massives Problem, weil der Steg die ganze Zeit auf die Brille drückt und das ist hier nicht gegeben. Also das ist ein wirklich gutes Polster. Kann natürlich erst in einem längeren Test sagen, wie es wirklich dem entspricht. Dann hat man hier noch ein paar Tasten. Ihr seht hier drüben. Hier, ich denke mal, da ich es noch nicht selber getestet habe, gehe ich mal stark davon aus, dass das hier für die Lautstärke ist. Natürlich die Tasten, hier kann man sein Mikrofon muten, so wenn ich das richtig sehe. Dann gibt es oben noch einen Aus- und Einschalter. Und praktisch, wenn jetzt jemand sagt, ja, wo ist denn jetzt das Headset? Das ist praktisch hier. Da. Da ist es. Da ist das Headset. Wenn man es nicht mehr will, dann schiebt man es einfach wieder hoch. Und das ist das Coole an dem Ding, dass es so erstmal wirklich, wirklich schöne Kopfhörer sind. Man liest sich ja den einen oder anderen Bericht vorher durch und da gab es so ein paar, wo ich jetzt, wo ich es in der Hand halte, nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber gut, ist ja immer so ein Thema. Hier seht ihr auch praktisch so einen Ring. Hier drüben das gleiche. RGB. Ganz wichtig, wir wissen, mehr FPS durch RGB. Und da bin ich hart gespannt drauf, wie das sich so beim Zocken anfühlt. Hier drin ist auch noch dann praktisch auch gut aufgehoben der USB-Stick, den man braucht, um das Ganze dann wahrscheinlich via Bluetooth zu nutzen. Auch hier einfach schön drin, fertig, Thema erledigt. Hier unten gibt es auch noch Anschlüsse, wahrscheinlich zum Laden und ganz normalen Klinkenanschluss. Das haben wir hier noch in der Packung. Ihr seht es praktisch hier. Da ist noch ein bisschen was drin. Sonst ist da nichts mehr. Die klassische Bedienungsanleitung, die ein wenig das Thema noch erklärt und wahrscheinlich First Use. Was haben wir hier? Setup Guide. Ah ja, da wird in kleinen kurzen Schritten erklärt, wie man das Ganze aufsetzt und wie das dann funktioniert.
hier natürlich das passende Kabel dazu. USB. Und was haben wir da noch? Was ist das für ein Kabel? Ich kann übrigens, ich bin so ein richtiger Aufreißer. Also wenn meine Mutter mir damals immer was voll eingepackt hat zu Weihnachten, der Weihnachtsmann selbstverständlich, dann habe ich das auch mal weggerissen. Und hier dann noch der Klinkenanschluss. Also man kann es natürlich auch hier dann darüber nutzen und muss es theoretisch nicht über das Wireless-Thema beziehungsweise schnurlos. Aber naja, sollte man das nicht schnurlos nutzen, wenn man es denn kann. Also, das war jetzt das Unboxing von dem Teil. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert, weil es wirkt massiv. Wirkt natürlich sehr massiv, das sieht man ja auch. Aber wenn ich das jetzt mal hier so aufsetze, dann ist zwei, also das mag jetzt vielleicht für den normalen Otto-Normal-Nutzer gar nicht essentiell sein oder vielleicht für viele. Ich trage ja häufig eine Cap beim Zocken. So, jetzt habe ich dann das Problem, wenn hier oben dieser Part, wenn der dann nicht weich genug ist, dann drückt es immer auf den Knubbel der Cap. Das ist scheiße, oder ich muss das Headset so hinsetzen, dass es halt passt. Und wie gesagt, das Thema Brille. Also für Brillenträger kann ich jetzt schon mal sagen, nachdem ich es jetzt ganz, ganz kurz nur aufgehabt habe, das ist sehr cool. Ansonsten, das kann man jetzt mögen oder nicht, das stelle ich jetzt auch gerade sofort fest, ist relativ gut geräuschunterdrückend. Also ich nehme jetzt die Umgebung zwar noch wahr, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich höre jetzt alles laut und deutlich. Also da Leute, die da Bock drauf haben, für dieses super. Wenn ihr da zweifeln seid, vielleicht mal irgendwo aufsetzen, um das selber zu hören. Ja, ansonsten werde ich das jetzt natürlich ausgiebig testen. Im Stream selbstverständlich. Und wenn es euch interessiert, wie es ist, hüpft doch mal rein, sagt Hallo, fragt mal nach. Ansonsten werde ich es bestimmt aber auch mal auf Instagram, Twitter oder sonstiges mitteilen. Ja, das war's von dem Unboxing hier, von dem G935. Für alle, die da interessiert dran sind, das auch zu erwerben. Unten in der Beschreibung habe ich einen Reflink von Amazon reingetan. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und ja, jetzt will ich Hand anlegen. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.